mit den Pfeifen. Ah, da kennt sich einer aus. Alter. The Drunk Norwegian. Thank you. Da kennt sich einer aus. Du kennst das Spiel, ne? Alles klar, läuft bei dir. Okay. Aber ich bin ja auch ganz am Anfang noch. Hat er schon wieder Aua gemacht? Okay, das heißt, ich darf erst pfeifen, wenn ich im Dorf bin, ja? Ja, stimmt. Hast du recht. Hölle zu Fahr! Gott, schwierig zu lenken. Dann einfach Richtung A, ja? Richtig. Lauf, Forest, lauf! Okay, ich könnte hier... Aber jetzt, komm. Alter, krass. Und du kannst nicht helfen, ne? Es ist so fucking krass, Alter. Scheiße. Genau, erstmal am Pferd festtackern, damit er nicht runterfällt. Richtig. Das ist quasi der Sicherheitsgurt, ist das. Na nun komm. Hast du die Sequenz doch schon mal gehabt, Computer? Ey, ohne Witz, die kloppen dir gleich wieder in die Schnauze, ne? Links. Talmberg liegt links, entlang des Baches. Warnt die anderen! Sie brennt Scarlets nieder! Okay, das ist falsch, dass du hier langläufst. Lauf mal woanders lang. Okay, das scheint zu wirken. Einfach nur vorweg reifen. Reifen, reiten. Oh. Ein Sühnenkreuz. Ja, dreh mal nicht gleich durch. Lauf, Pferdchen. Warn die anderen! Sie brennt Scarlets nieder! Oh, nicht ihr schon wieder. Komm, jetzt lauf. Lauf! Ja. Immer gegen das Pferd. Alter. Ah, oh. Wie weit ist denn das noch? Sorry, Pferd, aber du musst durchhalten. Ich weiß, du hast nicht mehr allzu viel Power, aber... Komm. Du kriegst sie hin. Ach, jetzt kann er sich ducken. Bewegt eure Ärsche her!
Legt an! Und Feuer! Seht mal, wir ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor! Ach, jetzt steckt wieder nur ein Fall im Pferd, okay? Vorhin waren drei. Einbildung. Gib ihm doch jemand zu trinken. Und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du? Und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Und dunkel. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devisch zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlächter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr.
Schutz in der Nachbarschaft. Und ganz ehrlich, ohne den Norweger hätte ich das nicht geschafft. Haut mal eine Runde lieber raus, Freunde. Der Norweger hat mir richtig gut geholfen. Okay, ist schon krass. Also der Vater von Heinrich, der scheint ja doch mehr auf dem Kasten zu haben und auf dem Kerbholz, als wir wissen oder uns vorstellen können tatsächlich. Naja. Gut. So, Computer, lädst du hier oder lädst du nicht? Oh, er lädt. Er lädt wie ein großer, okay. Ach, Schnellreisen geht jetzt auch, okay. Dieser Müller, hat er seine Schuld beglichen? Nicht zur Gänze, Herr. Gestern brachte er... Die Story ist schon geil, ne? Muss ich echt sagen. Also das ist richtig, richtig, richtig krass. Ich glaube, als banales Let's Play wäre das, glaube ich, zu schade. Das muss man echt im Stream spielen. Vielleicht werde ich es noch auseinanderstückeln und werde das dann hochladen auf YouTube drüben. Das kann vielleicht gut sein, dass man das da auch nochmal sieht. Aber so als reines Let's Play, nur für YouTube, ist es, glaube ich, echt kacke. Ey. Ich glaube, das zerstörst du ganz viel mit. Weil der immer Pause zwischendrin machen muss und sowas alles. Das muss ich echt sagen. Das ist ein bisschen krass. Okay, ich gehe wieder raus. Schloss knacken, das wollen wir nicht. Wir wollen uns zumindest erstmal noch nicht daneben benehmen. So, was haben wir denn hier? Haben wir noch hier irgendwie irgendwas? Oh, Hauptstufe. Stärke. Agilität, Vitalität. Vitalität. Mein Pferd, Kampf. Okay, Kampf bin ich. Faustkampf habe ich mich schon gut weiterentwickelt. Zu intensiv, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Was war das denn? Hallo? Ich bin der Neue. Darf ich da rein? Hi? Hallo? Oh oh. Kann ich hier schlafen? Ich kann mich nur hinsetzen, ne? Schloss knacken. Okay, ich habe keinen Dietrich. Was haben wir hier? Leicht. Geht nicht. Okay, ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen Dietrich, um da mal reinzugucken. Das würde ich ja schon gerne heimlich machen, natürlich. Heinrich würde heimlich gucken. Hallo, guten Tag. Hallo? Huch? Wieso verschwimmt denn das Auge so sehr schwer? Okay. Ich habe doch hier irgendwo, habe ich doch... Minderwertiger Fall. Truhenschlüssel, Türschlüssel. Brrrt, brrrt. Aber damit kann ich nicht wirklich viel was anfangen, ne? Das ist wirklich nur für zu Hause wahrscheinlich. Okay, wo finde ich denn? Setzen. Okay, setzen wollen. Ich sage gerade, setzen wollen wir uns noch nicht. Hi. Ich sitze einfach so in so einem völlig fremden Zimmer. Okay. Ich könnte echt mal schlafen, ne? Tröle nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Okay, was ist meine Aufgabe? Ich muss zu B. Sprich mit Herrn Robart. Wo ist B? B ist da in dem Haus irgendwo drin. Okay, dann müssen wir uns B aussuchen jetzt. Hör mal bitte auf, hier zu schielen. E? E, B. B, E. Okay, bist du unten oder bist du oben?
Bist du das? Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Du bist der Kerl aus Garnet? Ich hörte von deinem Vater. Was in Herrgotts Namen ist doch geschehen? Wohl, gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. Später, Lady, ich komme. Offenbar bin ich dem Herrn nicht gut genug. Oh, Mann! Ich bin doch nicht so einer. Ich rede noch mit dir. Ich soll mich hier hinsetzen wahrscheinlich, ja? Und jetzt? Wo kann ich denn? Hier mit der Uschi? Dorfbewohnerin. Ah, ich musste erst durchlaufen. Das Spiel musste erst schnallen, dass ich da bin. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Seien Sie gegrüßt. Das ist also unser tapferer Recke? Die haben irgendwie alle die gleichen Frisuren, ne? Kann das sein? Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, gerne. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robart. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Reingehauen. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Ich lege mich immer mit Stiefeln ins Bett. Immer. Wirklich. Geh mit Herrn Robert in die Küche. Der Ferkel. Iss, geh zur Waschstube auf dem Vorplatz und penne dort bis zum Morgen. Okay, pass auf, wir essen jetzt hier. Gebratene Ente. Die nehmen wir nochmal komplett mit hier, die ganze Nummer. Aber eigentlich bin ich doch vollgefressen genug. Wir nehmen, auf jeden Fall nehmen wir alles mit, weil ich habe ja vorhin meinen ganzen Vorrat verkauft. Ich nehme alles mit, was ich tragen kann. Das auf jeden Fall. Und den Käse. Den ich von meiner Mutter bekommen habe, die tot ist. Alles doof, ne? Alles doof. Voll doof, Mann. Und ein paar Äpfel. Der ist müde, ne? Deswegen guckt er immer so komisch. Kannst du sagen, was du willst. Also laut dem Symbol schließe ich unten draus, dass ich immer noch vollgefressen bin. Hier, da, da. Du bist aus Skalitz geflüchtet? Da, da, da und da. Ja, ich bin weg. Es war ein Tag wie jeder andere. Aber plötzlich sah ich dichte Rauchschwaden über Rovna aufsteigen. Und dann kam Sigismunds Armee aus dieser Richtung. Ich glaube, der Befehl zum Angriff kam noch bevor Alarm geschlagen wurde. Gott schütze uns! Wir flohen alle zur Burg, doch sie waren zu schnell. Sie metzelten die Leute nieder und steckten die Häuser in Brand. Ich schaffte es gerade noch. Aber meine Eltern, sie töteten meine Eltern. Gott hab Gnade. Das tut mir schrecklich leid. Mögest du in Gott Trost finden. Danke, Mann.
Ach, das ist Hunger tatsächlich. Es sah echt so aus, als ob ich vollgefressen wäre. Ach, krass. Ach, krass. Groschen essen. Ich kann auch noch mal einen Käse essen. Was haben wir hier? Linsenbrei? Ein Brötchen können wir noch essen. Ach, warte mal. Ich habe da unten, da ist ja die Essensanzeige hier irgendwo, ne? Ah, lol, warte mal. Ach nee, ist die Gewichtsanzeige. Habe ich hier irgendwo eine Essensanzeige, dass ich das von hier sehe? Hier. Ah, lol. Okay, ich bin zumindest... Oh, das kenne ich. Wenn du gut gegessen hast, diese Müdigkeit nach dem... Kennt ihr das? Habt ihr sowas auch? Nach dem guten Essen? So einfach so... Ohne Witz. Ist das Geilste, was es gibt. Das ist eines der geilsten Gefühle. Okay, pass auf, dann. Den Wein nehmen wir. Nee, nicht im Stehenden. Komm. Den müssen wir noch mitnehmen. Und dann gehen wir jetzt pennen. Komm. In der Wachstube. Wo ist die Wachstube? Hier, ne? Ist das hier? Hallo, ich brauche ein Bett. Ist hier. Wo ist Bett? Kriegst du Bett? Junge, kriegst du Bett? Alter, ich penne gleich im Stehen ein. Ohne Witz. Haben wir irgendwo ein Bett? Ah, lol. Hinsetzen und dann jetzt schön knacken, Alter. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Wie lange möchtest du schlafen? Eine Stunde, minus eine Stunde beginnen. Wann ist Morgengrauen? Achso, warte mal. Plus eine Stunde ist W. 22, 23, 24, bis dahin müssen wir schlafen. 10 Stunden? Alter, jetzt aber richtig schön abrunzen. Hast du gerade, ne? Schön mit vollgefressener Plauze, schön so. Schläft sich am besten, das ist wirklich so. Das ist auch immer ganz krass, wenn du so, wie ich, so einen Bürojob hast. Wie es regnet. Und dann so richtig schweres Essen zum Mittag hast. Ich bin es, Heinrich. Ah, hier die Uschi. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Colin, ehrlich, habe ich auch gerade so gedacht. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Immer. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättest du nicht... Du hättest auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber, um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Die ist viel zu gut für den, wisst ihr das? Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich holte in der Schenke Bier für Vater.
Ich weiß die Aufgabe eines Stallburschen, aber es kümmerte mich nicht, denn Bianca arbeitete dort. Ich machte ihr den Hof und wir wollten uns später treffen. Aber dazu sollte es nie kommen. Du armer Junge. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Sigismunds Reiterei bestand aus Kumanen, das sind teuflische Barbaren aus dem Osten, ohne Respekt vor den Regeln des Krieges. Allein, dass er solche in seinen Reihen duldet, zeigt, was für ein Tyrann er ist. Nun, ich weiß nicht. Und dann brach der Tod über Scarlett herein. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holte im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Palmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Verborgen auf jeden Fall. Ich brauchte ein Pferd, um nach Thalenberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert. Obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Hat er gerade gesagt, dass er mit seinem Schwert... Wie konnte so der etwas Troller geholfen hat? Passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit... Noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalenberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medig von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt. Ist dezent gewaltbereit, dieses Spiel. Völlig plötzlich, ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagst du? 7 Jahre.
Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divisch scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Talmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, du bist noch jung und wunderschön. Er sagt du und unten schreiben sie du ihr. Du hast deine besten Jahre noch vor dir. So wie es eigentlich auch damals wenn gesagt wurde. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das Essen kannst du aber da lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herr. Die Macht sei mit ihr. Nimm dir das Essen mit. Verstehe ich nicht. Schuhe aus. Schlechte Manieren.